Moin Moin Matrosen, hier ist der Klabautermann. Herzlich willkommen zu Klabbi spielt Wintermute. Ich kann euch heute in diesem Story-Modus von The Long Dark wunderschönes Wetter mit wunderschönem Abendrot und Morgenrot versprechen. Ich wünsche euch viel Spaß. So, dann mal schauen, wie ich da oben... mich da oben in den Turm gut reinkomme. Beim Aufwärtsgehen das Handgelenk gebrochen. Da bin ich echt auch Künstler, ne? So. Irgendwo muss doch jetzt hier der Zugangsweg sein. Also zumindest fände ich das nett. Jetzt habe ich mich schon wieder an so eine steile Stelle manövriert. Wo ich mir garantiert gleich wieder die Hand breche, weil es hier zu steil ist. Da war doch ein Geländer am Horizont. Das sieht doch gut aus. Da ist auch ein Geländer. Dann geht es da hoch. Und da werde ich, hallo, da werde ich mich dann um meine Vorräte und um meine, ja, mal alles reparieren, mal alles ausbessern, mal die Hälfte oben lassen. Werde ich mich kümmern und mich dann morgen dem Bärenbär widmen. Okay, ich bin zu fett beladen, um zu joggen. Das geht nicht. Aber ich werde doch da oben irgendwie eine Unterkunft finden können. Das wäre cool, wenn das eine Aurora-Nacht wäre. Und mit dann wirklich von diesem Leuchtturm, oder von diesem, nicht Leuchtturm, von diesem Aussichtsturm überall ganz weit in die Ferne schauen könnte. Die Melli ist rübergekommen zu Twitch. Ja, sag mir doch bitte mal, wie dein Eindruck ist so von Twitch und von YouTube. Gibt es noch irgendwas, was ich verbessern kann an dem YouTube-Chat? Oder ist der Twitch-Chat einfach eher mit Leuten, die du kennst und du bist Twitch-gewohnter? Oder müsste YouTube irgendwas anders programmieren? Würde mich sehr interessieren, deine Meinung als jemand, die jetzt beides gesehen hat. Also ja, ob ich noch irgendwas tun kann für ein schöneres Erlebnis im YouTube-Chat. So. Den repariere ich jetzt mal. Dann können wir ihn auch anziehen und verbessern damit die Werte. So. Sind die Socken auch wieder schick. Die Socken sind noch bei 90%, das ist okay. Schuhe sind bei 100.
schmeiß mal die Dinge, die ich nicht anhabe, großteils hier hin. Ah, die Wanderstiefel kann ich zerlegen. Moment. Nicht, dass ich jetzt irgendwas zerlege, was ich brauche. Nee, das sieht gut aus. Dann kann ich nämlich damit die Handschuhe reparieren. Der Puddel of Poo freut sich offensichtlich, dass die Melli den Weg hier rüber gefunden hat. Und du scheinst nicht so richtig dran zu glauben, dass es ein schönes YouTube-Erlebnis geben kann. Erzähl doch mal, was hast du denn Schlimmes erlebt? Und eher als Zuschauer oder eher als ja, selber Streamer? So, jetzt habe ich bis auf den Satz gute Handschuhe, habe ich die Klamotten alle abgelegt, die ich... Und bin jetzt ein bisschen unschlüssig, was ich mit dieser Werkzeugkiste machen soll. Ich habe ja kein Metall und will auch nichts zerlegen, was mir Metall geben könnte. Ich kann also auch hier meine Lampe nur auffüllen. Werkzeugkiste kann ja mal auf den Tisch. Ach, immer wieder dieser Fehler, dass ich mir die Tür selbst vor der Nase zuknalle oder aufknalle. So. Ah, okay. Vielen Dank für das Feedback. Also Mandy schreibt, sie findet es gut, wenn man sich's aussuchen kann, wo man zuguckt, auf welchem der beiden ja, Kanäle, also ob jetzt auf YouTube oder auf Twitch. Und sie guckt mich lieber auf Twitch. Das freut mich. So, jetzt haben wir Abenddämmerung. Noch genug Getränk, dass ich morgen, da ist noch 0,8 Liter. Ich, okay, dann mache ich jetzt noch mal Wasser und mache mir dabei auch einen Kaffee noch, dass ich, falls ich morgen einen längeren Marsch vor mir habe, dass ich mich damit Kaffee dopen kann. Und dann geht es morgen den Bären jagen. Also davon ausgehend, dass ich das richtig vermute, dass man die 6 Punkte in einer Reihenfolge nacheinander ablaufen muss. So. Turned out pretty well. Dann gibt es noch mal 2 Liter Wasser. Puddle of Poo sagt auch, er hat nichts Schlimmes erlebt bei YouTube. Da hatte ich ja gerade nachgefragt. Er hat es darauf bezogen, was du schöner machen könntest auf YouTube. Und hatte so meine Gedanken, die ich nicht geschrieben habe. Ich schaue dich halt lieber auf Twitch.
Falls du mir deine Gedanken mitteilen willst, gern auch auf meiner Homepage gibt es ein Kontaktformular, wenn du sie jetzt hier nicht öffentlich teilen willst. Wenn das technisch gut funktioniert, die Streams auf beiden Kanälen laufen zu lassen. Und wenn ihr nicht sagt, es nervt gerade völlig, dass ich dann immer wieder vorlese, was im anderen Chat gerade geschrieben wurde, dann kann ich mir gut vorstellen, das auch künftig immer so zu machen, dass ich einfach beiden Interessensgruppen eine Möglichkeit gebe, den Stream anzugucken und es einfach parallel auf beide Kanäle rüber streame. So. Dann würde ich hier mal noch die Bank zerlegen. Und dann in die Haia gehen. So, dann zeig mal her. Durst habe ich, da lässt sich ja was tun. Melli fragt sich, was ich auf YouTube für Möglichkeiten habe mit dem Chatten. Und dass es bei Twitch ja einige Chat-Spiele und sowas gibt. Da muss ich gestehen, habe ich mich noch gar nicht wirklich reingefuchst, da irgendwie mir Informationen für zu besorgen, ob ich, also wie man diese Chat-Spiele, wie man die installiert und wie man die administriert. Ich habe so manchmal schon Probleme, dass ich zu sehr abgelenkt werde vom. Wow. Krass. Dass ich zu sehr abgelenkt werde von dem eigentlichen Spiel, was gerade auf dem Bildschirm läuft. Wenn ich dann noch ein Chatspiel nebenher laufen hätte und da auch noch einen Blick drauf werfen würde, weiß ich nicht, wie gut das ginge. Was mich jetzt gerade irritiert ist, die Wetterstimmung ist total geil, aber hat man Sonnenaufgang nicht nur in eine Himmelsrichtung? Also da sieht es so aus, als ob die Sonne gleich aufgeht, da auch. Da könnte sich auch gleich der runde Sonnenball über die. Obwohl, da ist es schon am hellsten. Aber wieso ist dann auf der entgegengesetzten Seite trotzdem auch. Da sind noch ein paar Sterne. Wie auch immer, wir haben minus 3 Grad, wir sollten uns ein bisschen bewegen. Und ich versuche jetzt von hier aus. Von hier aus zum gefrorenen Bach zu kommen. Das heißt, ich versuche von hier aus zu dem zerstörten Aussichtsturm rüber. Das ist so die Richtung, die ich muss. Da den Berg runter und dann links, wenn ich im Tal bin. Also die Richtung. Zerstörter Aussichtsturm ins Tal runter und dann links. So, zerstörter Aussichtsturm ist. Wo ist er denn jetzt? Da. Das heißt, ich werde erstmal hier noch dem normalen Weg folgen. Okay, es werden F Fotos werden gewünscht mit F12, so dass die nachher auch. Dass die nachher auch auf dem meinem Stream-Account zu sehen sind. Pudluf-Puh sagt, keine Zeit für Fotos. Mach lieber ein Foto mit dem Bären nachher. Ah, gutes Stichwort. Sollte ich vielleicht mal meine Wumme rausholen. Huppala.
So, da runter ins Tal und dann dezent links müsste ich auf diesen alten Bach stoßen. Komme ich da runter, ohne zu sterben? Melly schreibt, sie macht immer total viele Screenshots. Ich habe auch einen Ordner, wo ich The Long Dark Screenshots drin sammle. Wobei ich glaube, F9 und F10 oder so machen Ingame-Screenshots aus The Long Dark heraus und eine von beiden Tasten macht da auch eine. Da kommt jetzt dieser alte Bach, der könnte der Bär sein. Macht da auch eine Hi-Res Auflösung draus. Okay, das sind nur die blöden Krähen, die da lang fliegen. Hier wäre jetzt dieser Ort eingefrorener Bach. Den gehe ich jetzt runter und unten an dem Teich nach links. Und dann sollte ich auf Gevatter Bär stoßen. Und hoffentlich in der Lage sein, ihm eine Kugel über den Pelz zu brennen. Dann geht die Bären-Challenge ein Stück weiter. Ein bisschen bin ich gerade aufgeregt. Hirsche sind da unten jetzt nicht, weil Hirsche sind ja morgens am See, habe ich gelernt. Oder Rehe. Nee, haben wir Geweih, also Hirsche. Ich hatte gerade auch das Gefühl, es hätte irgendwas wie ein Bär geklungen. Und da sind doch auch Hirsche. Wie viel Kilo Freigepäck habe ich denn noch? 35, hätte ich noch 10 Kilo, die ich gerade so schleppen kann. Und ich werde dann ja als nächstes wahrscheinlich eh wieder zu den Pelzjägern in die Hütte gehen, wo ich keine Vorräte habe. Wieso hat er sich jetzt da festgebackt gehabt? Vier Hirsche. Welcher ist der fetteste? So, 10 Kilo, eine Einheit Haut, die will der Pelzjäger. Komm, in den Darm nehme ich auch mit. 2 Stunden, 4 Minuten. Jetzt haben die da hinten sich wieder beruhigt. Naja, was hilft denn nichts, wenn ich es nicht tragen kann? Ich muss jetzt eher erstmal was essen und trinken. Ja, wir sind aber unter 45 Kilo drunter. Das heißt, damit solltest du es ganz gut tragen können. So.
So, wir sind jetzt hier vorne bei dem namenlosen Teich und auf halber Strecke zum Haus des Pelzjägers. Das heißt, da irgendwo an dem Hang. Da vermute ich meinen Freund den Bären. Melly ist begeistert von meinen Schießkünsten. Seit ich zuschaue, zwei Schuss, zwei Treffer. Hallo Häschen. Soll ich dich mal im Laufenden fangen? Im Laufenden, im Laufen fangen. So. Das ist ein Hirsch da vorne. Der hat mich gerade erschreckt. Boah, ist das so viele scheiß Bäume. Muss ich dem blöden Bären nur begegnen oder muss ich ihn auch erschießen? Oder halt auf, also muss ich ihn treffen? Plus 7 Grad, ich habe also Zeit. Da. Na dann komm. Okay, ich glaube, da es gescriptet ist, kann ich mir die Kugeln auch sparen. Ich fürchte, ich verliere so ein bisschen den Respekt. Blutverlust, Infektionsrisiko. Weil ich mir halt ziemlich sicher bin, ich werde hier nicht verrecken, solange ich mich nicht schon angeschlagen mit dem Bären anlege. Einmal den Verband anlegen. Dann das Antiseptikum. Wie viel habe ich denn abgekriegt? Ich habe gar nicht so viel abgekriegt. Ich könnte jetzt auch sagen, ich schmeiße das Rehfleisch, schmeiße ich hier hin. Mal, er ist angeschossen. Und folge dem Bären. Und weiß ja schon, dass die dritte Bärenbegegnung am oberen Ende dieses trockenen Flusses sein wird. Meine Flare Gun ist, glaube ich, beim. Also ich glaube, eigentlich brauche ich gar keine, also jetzt so rein mathematisch, sage ich mal. Ich will diese Challenge ja nicht mathematisch angehen. Aber so rein mathematisch bräuchte ich, glaube ich. Da hinten läuft er. Da habe ich ihn gerade laufen sehen. Bräuchte ich gar keine Kugeln auf den Bären zu verschwenden. Sondern die Aufgabe ist, in meinem schlauen Buch. Spüre den Bären mit deiner Karte aus an seine Lieblingsverstecken in Rätselsee auf. Und ich habe jetzt die zweite von sechs Bärenbegegnungen hinter mir. Und er macht mir jedes Mal 20, 30% mal. Achso, meine Klamotten sollte ich vielleicht checken, ob irgendeiner so kaputt ist, dass er bei der nächsten Begegnung irgendwas kaputt macht, wirklich. Oh, wie diese Mütze. Fuck.
Das heißt, die Klamotten sind, glaube ich, gefährdeter als ich selber. Handschuhe und Schuhe sind halt sowas. Da habe ich keine, habe ich nicht wirklich viel Zeug, um die zu reparieren. Und die Mütze hat er mir geschrottet. So. Ersatzhandschuhe habe ich dabei, Ersatzschuhe habe ich nicht dabei. Also ich mache jetzt noch eine Begegnung. Dann haben wir drei. Und hoppala, was macht denn der blöde Wolf? Den kann ich jetzt natürlich gar nicht gebrauchen. Dass der mich sozusagen noch mehr ankratzt, anschlägt. Das heißt... Das heißt, ich stelle mich der Bärenbegegnung jetzt mal ohne Waffen und bin neugierig, ob die reine Begegnung ausreicht. Hinten läuft noch ein Wolf, meine Fresse. Da vorne ist der Bär. Und ich habe ihn jetzt zweimal getroffen und nicht. Ich könnte mal es mit einer Flare versuchen. Ob ich ihn quasi verscheuchen kann, bevor er mich anfällt. Und ob das dann trotzdem als Begegnung zählt. Hallo Meister Petz. Nee, das juckt ihn gerade gar nicht. Hi Melli. Ja, willkommen zurück von der Werbeunterbrechung. Ich weiß gar nicht, die habe ich, kann ich zumindest bei Twitch, kann ich das nicht steuern, wo ich die, wo die kommt, da kann ich die nicht einschalten. Ich habe mich entschieden, mal eine Bärenbegegnung ohne Waffe zu machen, also ohne Gewehr, also keine Munition auf ihn zu verschwenden. Und habe mir stattdessen diese Fackel geschnappt, die hat ihn aber ungefähr gar nicht beeindruckt. Und darf mir jetzt wieder einen Verband anlegen. Hat das als Begegnung gezählt? Es hat nicht als Begegnung gezählt, weil ich nicht auf ihn geschossen habe. Fuck, okay. Hier liegt mein Nähzeug. Okay, und jetzt muss ich... Jetzt zählt es als Begegnung. Hoffentlich. Und jetzt hat er mich wahrscheinlich so weit kaputt, dass meine Klamotten kaputt gehen und dass ich nicht mehr über Wölfe stolpern darf. So, und jetzt müsste er wegrennen. Eben ist er nur so weggetrottet. Einen Blick vor dieser Magnesiumfackel aufzuwachen. Ach ja, stimmt, da war ja was. Gott, stop that blood loss ist gut. So, irgendwas habe ich aber noch. Ich habe noch ein Infektionsrisiko, weil ich das letztes Mal nicht behandelt habe.
und habe ungefähr noch 20-25% meiner Lebensenergie. Da liegt noch irgendwas, was ich habe fallen lassen. Eine Tasse Kaffee, auch nett. So, dann schlage ich mich jetzt zurück. Ach so, hat das jetzt gezählt? Das ist die spannende Frage. Ja. Also, wenn ich auf ihn schieße, dann zählt es als Bärenbegegnung. Wahrscheinlich muss ich auch treffen. Wenn ich ihn aber zweimal treffe, zählt das nicht als zwei Begegnungen, weil das habe ich bei der zweiten ja geschafft, dass ich ihn zweimal getroffen habe. Und da hat mir meine. Boah, hat er mir Klamotten kaputt gemacht. Fuck. Kann ich den noch zerlegen? Ja. Da hätte ich dann Leder für die Schuhe. Das heißt, das Challengingste an der Bären-Challenge könnte sich in dem Kaputtgehen der Kleidung nachher abzeichnen. Im Chat wird mir gerade empfohlen, dass ich vor der letzten Begegnung hat er wohl gespeichert, dass ich nachladen kann. Ich habe irgendwie, ich kann euch das nicht begründen, aber das hat sich jetzt so entwickelt. Ich habe zwei Begegnungen hintereinander quasi überstanden. Ich hole mir jetzt mein Fleisch und gehe beim Jeremiah meinen Wunden lecken. Nachladen würde ich, wenn ich jetzt noch einem Wolf begegne und der mich plättet. Jetzt juckt es mich in den Fingern, ob ich noch. Nee, nee, das ist mir zu heikel. Das ist also, wenn es noch irgendwas passiert in Richtung Wolf, in Richtung ich unterkühle mich aus Versehen, dann bin ich halt hinüber. Ich könnte den Kaffee schnell noch trinken, den ich da aufgesammelt habe. Dass ich es dann gleich auch mit dem Fleisch im Gepäck. Okay, irgendwo ist ein Wolf. Ja, jetzt hoffe ich ja, dass der Wolf. Also, es klang eher nach hinter mir. Oder ist er doch vor mir? Das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut, bis morgen. Ich freue mich über jede Form von Feedback. Lasst gerne ein Abo oder einen Kommentar oder sonst was da. Schöne Grüße vom Klabautermann. Bis demnächst.